sondern nur halt über den Streifen. Nur über den Streifen. Und auf einmal hat halt der Ampelblitzer geblitzt. Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog auf unserem Kanal. Hallo. Wir sitzen beide im Auto und sind voller Vorfreude, weil wir fahren jetzt nach Leonberg. Also ja, nach Stuttgart. Nach Stuttgart, ja okay. Hört sich cool an. Wir fahren nach Stuttgart. Wir fahren unseren lieben Ben besuchen und haben dieses Wochen geradeaus. Mhm. Ja klar, wir fahren ja nicht nach oben, wir fahren runter. Stimmt. Und wir haben dieses Wochenende ganz, ganz viel Steuerkram zu machen. Da oben, nee, da unten. Und ja, unser Auto ist vollgepackt. Wir haben hier auch schon Lunch-Pakete uns gepackt und essen die jetzt schon, weil wir so unfassbar Hunger haben. Und wir sind gerade wirklich eine Minute auf dem Weg. Wir sind gerade von der Tankstelle losgefahren. Und ja, wir haben 3,5 Stunden Fahrt vor uns und die wird definitiv lustig werden, denke ich mal. Mit uns beiden wird eine Fahrt immer witzig. Ja, jetzt sitze ich mal auf der Beifahrerseite. Meine Ladies am Fahren, wir haben kurz getauscht. Einfach damit nicht der eine hier so voll kaputt ist am Ende des Tages, weil wir ja noch viel vorhaben heute. Und oh Mann, jetzt gibt's hier. Ich hasse LKWs. Also LKWs, die LKWs überholen, ist so nervig. Unfassbar. Das ist wirklich so nervig. Ist der fast schneller als der andere LKW? Vor allen Dingen brauchen die dann einfach immer so 6 Stunden, bis die den anderen LKW überholt haben. Der andere LKW ist viel schneller. So ewig, ey. Ja. Wir haben auf jeden Fall gerade angehalten, haben ein paar Fotos gemacht für Mone, die ihr dann auf ihrem Instagram-Account sehen könnt. Hey! Und ja, jetzt müssen wir gleich gucken. Wir haben die Information bekommen, dass es eine Vollsperrung gibt, genau in der Richtung, wo wir halt hinfahren. Und das ist nicht so optimal, deswegen müssen wir jetzt gleich mal gucken, dass wir wahrscheinlich die Autobahn wechseln. Wenn du das so sagst, wir haben eine Information bekommen. Was hat das so gesagt? Ja, also wenn... Aliens von oben. Nein! Achtung, auf der Erde gibt es eine Vollsperrung. Das jetzt nicht, aber Ben hat uns dann angerufen und meinte, hey, wo seid ihr? Ich sag so, ja, da und da und da. Und er sagt so, oh, dann passt auf beim Autobahnwechsel. Oh Mann, ist das wackelig hier. Dass ihr nicht auf die Autobahn kommt, wo jetzt eine Vollsperrung ist. Ich so, ja, okay, wir gucken und so. Ja, deswegen, das wäre jetzt die totale Tragödie fürs Wochenende. Ja, guck ich jetzt nach. Ja, aber da ist schon gelb angezeigt. Ja, ja, ich weiß, ich sehe es, Baustelle ist das immer gut. Ja, auf jeden Fall müssen wir schauen, dass wir jetzt, das war ein schönes Auto. Hast du gesehen? Der A7, ja, der war dreckig, aber schön. Ja, ansonsten läuft die Fahrt ziemlich gut. Bis jetzt noch keine Vorkommnisse, keine Komplikationen, genau. Ja. Alles optimal. Ja, also wir haben jetzt eine Stunde geschafft ungefähr. Oder nee, ja mehr, weil es viel bisschen stauig war und so. Ne? Ja. Und irgendwie voll den Druck auf der Ohren. Hast du das auch gehört? Wir fahren voll. Ja, wir haben es quasi gerade noch gesagt, ne? Alles ist super, keine Komplikationen. Stau, jede Menge Stau, aber wirklich so richtig schön, da kommen die von rechts. Und in Deutschland, man weiß ja, ne? Ich hoffe, ihr könnt mich überhaupt hören. In Deutschland weiß man ja, dass die Leute irgendwie das nicht gebacken kriegen, wenn zwei Straßen zueinander führen, dass das dann normal abläuft, ne? Das ist aber nicht möglich in Deutschland. Man weiß es nicht wieso. Aber ja, ansonsten geht es uns gut. Weil die Deutschen einfach kein Reißverschlussverfahren kennen. Ja, Reißverschlussverfahren. Reißverschlussverfahren. Du hast Reißschluss gesagt. Lüge, beweis es doch. Nicht. Ja? Okay, warte, ich lasse es hier, hier einspielen. Ich kann mir jetzt nicht einfach kein Restschlussverfahren kennen. Ja, aber egal. Nee, aber sonst alles bestens. Ich habe immer noch Lust auf Sushi. Ich habe voll Bock auf so ein Thunfischröllchen und Edamame und oh. Guck mal, die sagt immer zu den ungünstigsten Zeiten, oh, jetzt scheint es voranzugehen. Sie sagte mal an den ungünstigsten Zeitpunkten so, hey, ja, geht halt kein Sushi. So, ja, woher soll ich jetzt Sushi besorgen? Oder immer, wenn Sonntag ist, dass ich auf irgendwas Lust habe, was wir nicht zu Hause haben. Ne, aber guck mal, wie cool das wäre, wenn wir jetzt hier so eine kleine Tüte Edamame hätten. Einfach so, das wäre echt entspannend. Ja. So gerade im Stau einfach so ein bisschen snacken.
Wäre schon gut. Da haben wir noch viel dabei. Ja, aber ist ja viel immer. Vielleicht kommen wir jetzt mit dem Sushi-Laden vorbei. Das wäre, also wirklich, Leute, wenn wir jetzt gleich hier in der Autobahn, ne, so ein dickes Sushi-Restaurant sehen, ey, dann fress ich ein Besen, also wirklich. Okay. Dann geht ein Kilo Edamame auf deinen Nacken. Warum dann auf meinen Nacken, auf deinen Nacken? Ja, weil das schon krass wäre, wenn er jetzt einfach sowas... So, ihr Lieben, wir standen jetzt gerade, ich glaube, 45 Minuten im Stau. Aber ja, wir haben das eigentlich ganz entspannt angehen lassen. Hier, meine Madame hat immer noch Hunger auf Sushi, aber wir sind gerade live auf Instagram. Ich kann mal hier, hallo. Sie schreiben alle Herzen rein, hallo, 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 hallo. Und Mone kann nicht mehr, oder? Naja, ich habe so Rückenschmerzen, das ist unfassbar. Oh, oh nein, jetzt gibt ihr das Handy um. So, warte mal. So. Besser? So? Ja, so ist gut, ne? Okay. Ja, wir sind auf jeden Fall gleich angekommen und... Mann! Dieses doofe Handy die ganze Zeit! Ja, und ich melde uns auf jeden Fall gleich, wenn wir richtig da sind. Dann erstmal kurz alles auspacken, Hallo sagen. Und ja, dann ein bisschen chillen endlich mal. Erstmal was essen, oder? Ja, essen, essen. So, ihr Lieben, wir sind angekommen in Stuttgart, beziehungsweise bei Ben in Leonberg. Und Mann, die letzten 10 Minuten waren so stressig. Also für die Leute, die es mitbekommen haben im Livestream, schreibt es gerne mal rein. Wir haben auf Instagram gelivestreamt. Und Schatz, komm mal her. Oh, sie macht gerade ein Musical.ly. Schatz, komm mal zu mir. Mann. Also, wir sind auf jeden Fall zurückgefahren, beziehungsweise hingefahren, und zwar so die letzten 10 Kilometer. Und dann habe ich gedacht, ey, komm, oh, perfekt, danke fürs Licht. Und ja, wir haben quasi dann gelivestreamt auf Instagram und es war alles super. Und du hast gelivestreamt. Ja, also ich habe gelivestreamt, sie ist ganz normal gefahren und alles war gut. Und dann kam halt ein Ampelblitzer und wir haben auch so gesagt, ah, da vorne ist ein Ampelblitzer und so, weil wir ja auch ein bisschen uns hier auskennen. Mone fährt quasi auf die Ampel zu und ich war halt mit dem Livestream beschäftigt und dann sieht sie, ah, die Ampel ist gelb und denkt dann so, oh, verdammt, aber da ist ja der Ampelblitzer und hat dann halt noch abgebremst und wollte aber halt keine Vollbremsung machen, deswegen hat sie halt stark gebremst und ist dann quasi halt, ich glaube, anderthalb Meter so über... Mit einem Reifen, also mit beiden Reifen vorne, halt nur über diesen weißen Streifen. Ja. Also ich bin nicht über die Ampel gefahren. Ja, sondern nur halt über den Streifen. Nur über den Streifen. Und auf einmal hat halt der Ampelblitzer geblitzt und es war halt alles im Livestream. Es war so, oh mein Gott, krass und voll, ich, ja. Und dann, sie ist ja mit meinem Auto gefahren, sie darf ja mit meinem Auto fahren, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ja, aber ich war halt trotzdem irgendwie voll geschockt und ich wusste da ist ein Blitzer, ja. Und ich bin stehen geblieben und trotzdem hat er quasi geblitzt und ich war natürlich dann erstmal total geschockt, weil ich dachte mir so, ich bin stehen geblieben, warum hat der jetzt geblitzt? Und dann bin ich aber natürlich nicht zurückgefahren, weil ich habe das ging alles viel zu schnell und ich habe dann erstmal so, oh Gott, okay. Und innerhalb 2 Sekunden hat der dann nochmal geblitzt, weil ich ja dann quasi immer noch auf diesem Streifen stand und dann muss ich einen Rückwärtsgang reinmachen und zurückfahren. Das heißt, ich wurde dann quasi 2-mal geblitzt und ich denke mir so, ich bin noch nicht über Rot gefahren. Ich hätte es verstanden, wenn ich komplett drüber gefahren wäre, aber ich bin stehen geblieben. Ja, und das war halt irgendwie so ein bisschen halt für alle voll stressig und dann habe ich halt so gedrückt, fahr zurück, weil ich hatte halt gar keine Ahnung. Ich habe nur das zweite Blitzen gesehen und ich dachte so, ach du Scheiße, jetzt wurde sie 2-mal geblitzt. Klar, man kann natürlich nicht 2-mal wegen demselben Vergehen geblitzt werden und das war irgendwie, das war so voll der Schockmoment. Weil ich meine, Ampel, was ist Ampelblitzer? Wie viel Euro sind das? Rote Ampel? Also ich kenne das neue Bußgeld, kenne ich nicht. Ja, aber es sind auf jeden Fall Punkte ja, und okay. Ordentlich Geld. Und das ist natürlich in dem ersten Moment so, wow. Und ich war so genervt von mir selber. Aber auch irgendwie von der Ampel, weil ja. ich wusste im ersten Moment halt nicht so, okay, was habe ich falsch gemacht? Also, ja. Weil ich stand wirklich nicht weit auf dieser Linie, aber irgendwo muss der Auslöser ja sein, an dieser weißen Linie halt. Ja. Und wie oft sieht man Autos, die gefühlt 2 Meter über so einer Linie stehen? Klar, da ist dann kein Ampelblitzer, aber trotzdem, ich habe mich irgendwie so geärgert. Dann sind wir halt hier beim Ben angekommen und ich war total außer mir und ich habe dann auch eine Träne verloren, weil ich dachte mir so, wie konnte das denn jetzt passieren? Ich bin ja stehen geblieben und dann hat der Ben aber halt eigentlich, wo er auch voll logisch, wo er auch recht hat, dadurch, dass ich jetzt 2-mal geblitzt worden bin,
sieht man auf dem zweiten Bild ja, dass ich immer noch da stehe. Und wäre ich quasi ja wirklich über Rot gefahren, wäre ich auf dem zweiten Blitzerbild ja gar nicht mehr drauf gewesen. Dann wäre ich ja über der Ampel drüber gewesen. Und so sieht man halt auf zwei Bildern, dass ich an derselben Stelle stehe und quasi stehen geblieben bin. Nur halt ein Stückchen zu weit. So, und das denke ich jetzt oder hoffe ich einfach mal, dass da jetzt nichts passiert. Dadurch, dass man halt sieht, dass ich nicht drüber gefahren bin. Ja, das ist halt irgendwie voll, weiß ich nicht. Dann sind wir hier erstmal angekommen mit voller schlechten Laune und Ben hat uns auf jeden Fall wieder gut aufgemuntert. Aber ja, es war echt so. Also ich muss auch mich bei ihr entschuldigen, weil ich bin auch dann einfach so, ich habe rumgeschrien, ich so, scheiße, was soll das? Und fahr zurück und so. Ich habe sie halt angebrüllt, weil ich dachte so, jetzt wurde sie nochmal geblitzt, ne, weil das zweite Mal blitzen. Und ich bin halt auch noch nie Ampelblitzer, ne? Kenne ich gar nicht. Das gibt's bei uns in Köln ein- oder zweimal. Mhm. Und die kennt man halt. Und da ja, ist man halt noch nie geblitzt gewesen. Mhm. Und da war meine Lady schon ein bisschen traurig hier, ne? Oh, jetzt musst du dein Instagram-Bild hochladen, ja. Mhm. Aber wir hoffen natürlich, dass immer noch mal alles gut gegangen ist. Aber ihr werdet es auf jeden Fall erfahren. Stellt euch das mal vor, dann würde ich jetzt, keine Ahnung, was das da für Strafen sind, aber ich würde Geld bezahlen und ich würde einen Punkt bekommen. Ja. Also mehr, also der Führerschein würde auf jeden Fall nicht weggehen, weil ich bin ja schon lange aus der Probezeit raus. Aber es wäre trotzdem so ärgerlich, weil ich hätte nicht mal so drüber gefahren bin. Ja. Und keine Ahnung, das ist voll... Ja. Aber wir hoffen einfach mal, dass wir Glück gehabt haben. Ne? Ja. Das wird schon. Ja. Jetzt sind wir erstmal hier angekommen und kommen jetzt erstmal ein bisschen runter, chillen erstmal ein bisschen unser Leben und dann essen wir gleich. Dann haben wir jetzt den Termin beim Steuerberater, der kommt gleich. Und den postet Mona jetzt erstmal ihr Bild auf Instagram. Ne? Genau. 90 Euro und ein Punkt wert. 90 Euro und ein Punkt, okay. Das ist so plus Bearbeitungsgebühr, also 100 auf jeden bestimmt. Fall. Bestimmt, ja. Das wäre so frech, wenn das durchgeht. Weil ich versetze mich irgendwie so in die Lage rein, wenn ich in so einem Blitzerbüro sitzen würde und ich würde die beiden Fotos sehen, dann würde ich mir so denken, ah, okay, sie ist alles stehen geblieben, dann lassen wir es. Also, aber so nett ist, das, ist der deutsche Staat nicht. Ja. Egal, das wird schon alles gut. Ja. Ja. Wir sind guter Dinge, ne? Immer positiv denken, deswegen, ja. Jetzt lade ich mein Bild hoch. Genau, lade erstmal ein Bild hoch. Oh, das ist schön so. Gute Laune. Ja. Weiter teilen. Okay, ganz große Planänderung. Und zwar ist der Steuerberater Sean leider kurzfristig krank geworden. Er hat Übelkeit, sage ich jetzt mal. Und wir haben uns jetzt einfach umentschieden, doch was Cooles zu machen. Und zwar sind wir beim Blacklight Stuttgart. Hier gibt es so Schwarzlicht-Minigolf und andere Attraktionen, genau. Und da gehen wir jetzt rein. Ne, Ladies? Ich werde auf jeden Fall gewinnen. Nee. Schreibt jetzt mal in die Kommentare, was ihr schätzt, wer beim Minigolf gewinnt. Und dann verraten wir es euch nachher. Ich werde sein. Ibims, der Gewinner. Let's go, Schatz. Zeig, was du kannst. Sind wir kaputt, ja. Ne? Also ich bin wirklich, wirklich kaputt. Es hat wirklich Spaß gemacht. Und euch, Leute? Naja, war okay. Also beim eigentlichen Minigolf bin ich dritter Platz leider geworden. Die beiden teilen sich den ersten Platz, punktgleich. Yeah. Aber dafür beim Airhockey habe ich alle abgezogen, aber sowas von locker. Also wirklich aus dem Handgelenk habe ich das geschüttelt. Und jetzt zeigt der Ben uns noch einen sehr guten. Oh, sorry, nicht als Vorbild nehmen, Leute. Der Ben zeigt uns jetzt einen sehr guten oder sogar den besten Döner der Stadt vielleicht. Mal sehen. Ich versuche es ohne Navi hinzu. Ja, also gehen wir jetzt noch entspanntes Essen. Es ist ungefähr 10 Uhr, kurz vor 10. Ja, aber da wir den ganzen Tag noch nichts Richtiges gegessen haben, muss das jetzt auf jeden Fall sein. Saftiger Döner jetzt hier in Stuttgart. Wir lassen uns mal schmecken, Schatz, ja? Schmeckt es hier? Ja. Mhm. Irgendwie kommt es aber Kamera gar nicht so rüber. Wie sieht das aus? So, ihr Lieben, wir haben uns jetzt gerade an eine Aussichtsplattform hier gestellt und ja, es sieht so unfassbar cool aus. Kommt leider auf der Kamera nicht so rüber, aber was sagen Sie dazu? Echt schön hier, ne? Ja. Ja, wirklich schön. Wunderbare Aussicht über Stuttgart. Ne? Wunderbar, ist schon, wunderbar. Ist schon schön hier, ne? Ist da so aus, als jetzt zu gefangen? Oh Mann. Seid unfassbarin
10 Minuten versuchen jetzt, diese Faxen hier zu machen, ey. Überall liegen Trauben. Überall liegen Trauben hier. Also wir... Ja, also wir sind angekommen, wieder hier bei Ben und jetzt lassen wir den Abend noch ein bisschen ausklingen. Und Schatzi, komm mal her. Mach mal Platz hier. Jo. Für deinen Freund. So, Ladies and Gentlemen. Das war auf jeden Fall cooler erster Tag in Stuttgart, beziehungsweise Leonberg. Ja, Stuttgart waren wir ja eben auch, also quasi kann man schon sagen, Stuttgart. Schon, ja. War auf jeden Fall ein echt cooler Tag. Die Fahrt war echt cool, bis auf... Erinnere mich noch nicht. Die Aktion. Dran. Entschuldigung. Oh nein. Ja, aber wir wollen euch noch verabschieden natürlich. Ich bin nicht an meinem Speck. Was ist denn mit dem Speck? Du hast hier rumgezippelt. Weißt du, Entschuldigung. Soll ich mal bei dir zippeln? Ey, nein. Du Jemine. Ja, also wenn euch dieser Vlog gefallen hat vom ersten Tag hier, dann gerne einen Daumen nach oben, schreibt gerne einen Kommentar. Schreibt gerne auch mal eure Meinung zu dieser Blitzer-Sache in die Kommentare. Was ihr davon haltet oder was ihr sagt, ob Mone jetzt Pech hat oder Glück. Mal sehen. Ja. Warum musst du mir jetzt wieder so schlechte Laune machen? Sorry, sorry. Ich würde auf sehen. Ich würde auf jeden Fall sagen, abonniert gerne diesen Kanal für mehr Vlogs. Und wir sehen uns im nächsten Video. Woo! Wir haben euch ganz lieb. Bis dahin. Tschüss.